Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Versuchskanickel. Dieses Mal wieder ein ganz anderes Video als sonst. Und zwar, was ich jetzt mache, das habe ich schon ein bisschen länger vor und jetzt komme ich auch eigentlich zur Durchführung. Wie gesagt, jetzt habe ich derzeit gerade nicht so viel Zeit, aber das passt irgendwie immer. Ich lese die LOL-Geschichten vor. Es bringt euch zwar jetzt nicht viel im Spiel drin, aber es ist sehr interessant zu wissen, warum die Champion dies und das machen und warum deren Passiven so und so sind. Wir fangen heute an mit einem Urgrundstein Garen, die Macht von Demacia. Überall in Valoran wird die Entschlossenheit von Demacia Militär entweder gefeiert oder verachtet, aber immer respektiert. Ihr Null-Toleranz-Kodex wird sowohl vom Militär als auch von der Zivilbevölkerung strikt eingehalten. Im Kampf bedeutet dies, dass Demacias Truppen unter keinen Umständen zurückweichen, fliehen oder sich ergeben würden. Die Grundsätze werden durch die unangefochtenen Demagogen vorangetrieben, die als Vorbilder fungieren. Garen, der tapfere Krieger mit dem Titel Die Macht von Demacia, ist das Paradigma, mit dem dies Anführer verglichen werden. Tausende großer Helden erobern sich und fielen auf blutigen Schlachtfeldern zwischen Demacia und seinen Erzrivalen. Allen voran Noxus. Unter diesen mächtigen Bannern des Krieges kreuzte Garen zum allerersten Mal den Stahl mit Katharina, der unheimlichen Klinge. Die Infanteristen, die bei dem Ereignis Zeuge waren und überlebten, beschrieben den Kampf so, als hätten die beiden einen tödlichen Walzer getanzt, der von einer Symphonie klingender Klingen begleitet wurde. Garen, der Stolz des demacianischen Militärs und der Anführer der furchtlosen Vorhut, verkehrte zum ersten Mal in seiner Karriere atemlos aus einem Kampf zurück. Auch wenn einige munkeln mögen, dass dies andere Gründe als pure Erschöpfung hatte. Die Glaubhaftigkeit dieser Gerüchte wurde immer wieder neu untermauert, als Garen daraufhin jede Gelegenheit nutzte, der unheimlichen Klinge erneut entgegenzutreten. Als Paradigma der demacianischen Ethik unterstützte Garen niemals solche Behauptungen, denn er wusste, andere könnten es nicht verstehen. Schon das Verfolgen eines würdigen Gegners auf dem Schlachtfeld wäre für einen wahren Krieger ein Grund, sich jeden Morgen neu zu erheben. Doch die Verheißung eines solchen, zudem so wunderschönen und diametrischen Entgegensätzen, wäre eine Bestätigung fürs Existenz. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen. Wessen Geschichte interessiert euch als nächstes und soll ich mal morgen ein bisschen vorlesen? Wenn euch das Video gefallen hat, fühlt euch frei und lasst einen Daumen da. Und ich bin gerne in der Beschreibung bereit für Kritik. Und dann schaltet auch wieder das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch die Geschichte der Legenden vorlese. Bis dann, ciao! Der effektivste Weg, einen Gegner zu töten, ist, seinen Nächsten zu durchbohren. Garen über Frontline-Strategie.